Es ist das dickste Finanzpaket, das in Brüssel je zusammengeschnürt wurde. 1,8 Billionen Euro, 60% für den EU-Haushalt bis 2027, 40% für einen Corona-Aufbaufonds. Wer sind die Gewinner des Nervengipfels? Wer die Verlierer? Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat schon einen Gewinner-Ding festgemacht, sich selbst. Wir haben es nicht nur geschafft, einen guten Packen Geld zu bekommen, wir haben den Stolz unserer Nationen verteidigt und deutlich gemacht, dass es nicht akzeptabel ist, dass jemand, besonders die, die die Rechtsstaatlichkeit geerbt haben, uns kritisiert, die Freiheitskämpfer. Aber auch die sogenannten sparsamen Vierländer haben Grund zur Freude. Sie haben in der Frage der Zuschüsse Zugeständnisse gemacht, sahen aber ihre Rabatte im Gesamthaushalt steigen, massive Anstiege in Prozenten. Und auch die Adressaten des Rettungspakets können zufrieden sein. Italien hat 210 Milliarden Euro in Aussicht, rund 28% des Fonds, Spanien erhält 140 und Griechenland 72 Milliarden. Und die Regierungen in Frankreich und Deutschland, die größten Unterstützer des Covid-Konjunkturprogramms, sie haben nicht alles bekommen, was sie wollten. Besonders bei der Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit und Beihilfen, aber sie werden wahrscheinlich erleichtert sein, dass der Deal überhaupt durchgegangen ist. Und Frankreich wird 40 Milliarden aus dem Fonds erhalten, während Deutschland zumindest seinen Haushaltsrabatt behält. Wenn also kein einzelner Mitgliedstaat als Verlierer dasteht, die Schaffung des Covid-Fonds hat doch zu Kürzungen bei Schlüsselprojekten in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Innovation geführt. Und was meinen die selber nicht mehr direkt betroffenen EU-Experten? Selbst die unzufriedensten Länder wollen die EU derzeit nicht verlassen, schreibt der britische Independent. Gemeinsam mit Emmanuel Macron sorgt Angela Merkel dafür, dass die EU relevant bleibt, jedenfalls bis zur nächsten Krise.